Hallo und herzlich willkommen, ich bin Sawyer Cornel, wir sind zurück bei The Binding of Isaac und anscheinend haben wir das große Glück, dass wir heute doch noch ein Part aufnehmen können und wir gehen einfach mal mit Judas ins Spiel, weil ich Lust habe auf einen knackig frischen Judas-Lauf und wir kriegen direkt ein blaues Herzchen, das nehmen wir mit, zacki zacki, Raum ignorieren wir leider, weil wir nicht so viele Herzen haben und das wollen wir natürlich nicht riskieren, dass wir dann sterben, ist ja ganz klar. Und ja, wir machen einen knackig frischen Judas-Lauf, einfach in der Hoffnung, dass wir coole Devil-Deals bekommen, dass wir coole Items bekommen und dass wir schnell durchkommen. Und dann haben wir heute doch noch einen Isaac-Part, ne? Ich habe ja gesagt, heute kommt nur Yoshi, bla 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 bla. Warum kommt dann heute doch noch Isaac, wenn es denn klappt? Das liegt daran, ich nehme jetzt anders auf. Beziehungsweise ich habe jetzt noch eine andere Aufnahmesituation, eine andere Aufnahmemöglichkeit mir rangeschafft. Und zwar OBS. An der Stelle ein großes Dankeschön an Keggy, denn Keggy hat mir da mal kurz mit geholfen, weil der nimmt auch mit OBS auf. Und ich hatte da so ein paar Probleme wegen den Einstellungen, weil das dann irgendwie nicht funktioniert hat. Auf jeden Fall ist es gut an OBS halt, ich brauche das Video danach nicht rendern. Ich könnte es natürlich rendern und ich könnte dann halt ein bisschen Kontrast machen und so, dies, das. Aber ansonsten, ich könnte schneiden, klar, ne? So, wenn ich schneiden will oder so. Aber wenn ich nicht schneiden möchte, das habe ich gerade einfach mal nicht vor, dann kann ich eigentlich einfach so jetzt aufnehmen und das direkt hochladen. Und weil ich auch eine sehr schnelle Leitung habe, ist es dann auch alles gar kein Problem und ihr könnt das dann heute auch noch sehen und ich hoffe, ihr habt dann auch noch ein bisschen Spaß an dem Lauf. So, jetzt kommt halt der Punkt. Boah, perfekt. Nein, 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 nein. Boah, ja, nice. Alter, was ist denn los? Boah, Missing Page 2. Das ist, wenn wir getroffen werden, haben wir die Chance, dass so ein Effekt vom schwarzen Herzen auftritt. Naja, wie gesagt, es könnte sein, dass das jetzt halt alles ein bisschen, ich weiß nicht, sieht es so okay aus? Würdet ihr sagen, okay, Cornel, du kannst ruhig öfters mit OBS aufnehmen? Ich weiß halt nicht genau, ob es vom Sound her perfekt passt, da müsste ich auch mal, da wäre auch ein kleines Feedback ganz cool, so von wegen, ja, Cornel, der Sound ist so in Ordnung oder, ja, geht da noch ein bisschen lauter oder das noch ein bisschen lauter? Das muss man halt dann alles vorher schon einstellen. Und das habe ich natürlich auch gemacht, aber ihr kennt mich ja. Ich bin da immer ein bisschen unsicher, was Sound und sowas angeht. Und deswegen wäre da ein kleines Feedback in der Richtung auf jeden Fall auch sehr nett von euch, wenn ihr mir das vielleicht liefern könntet. Ansonsten, ja, habt ihr hier jetzt Isaac. Und ich bin ja gestern ein bisschen auf Twitter eskaliert. Könnte man so sagen, wenn man möchte. Ich war einfach ein bisschen genervt gestern. Was heißt genervt? Ich war schon ziemlich deprimiert gestern, weil es ist mal wieder passiert, warum auch immer. Ich habe vorhin einen Aufnahmetest mit Bandicam gemacht, Bandicam, das Aufnahmeprogramm, das ich immer benutze oder benutzt habe. Es funktioniert wieder. Es ist nicht asynchron, es funktioniert wieder. Mein PC hat sich heute Nacht neu gestartet. Ich schätze mal, dass das der Grund ist. Was will Bob's Brain von mir die ganze Zeit? Oh Mann, ich habe immer die gleichen Itempools. Das ist total unlustig. Was ist nur los mit diesem Spiel? Mann. Ja, auf jeden Fall. Was wollte ich jetzt sagen? Bandicam funktioniert wieder. Ist wieder synchron. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. Mein PC hat sich heute Nacht von alleine neu gestartet. Also mein PC einmal neu gestartet. Jetzt geht's wohl wieder. Das Problem ist halt nur, dass ich, ich hatte halt das Problem, dass ich 4 Parts am Stück aufgenommen habe. Das hat sich über 5 Stunden hinweggezogen, weil ihr wisst ja vielleicht, Isaac-Parts sind relativ lang, ne? Da machst du auch mal eine Aufnahme, wo du dir denkst, nee, Alter, jetzt, die nehme ich nicht, die war scheiße und jetzt warte ich mal kurz eine Viertelstunde und dann nehme ich nochmal neu auf. Und so saß ich also gestern 5 Stunden lang da, habe in diesen 5 Stunden 4 Isaac-Parts aufgenommen, die teils auch richtig geil waren. Ich hatte so krass coole Kombination, ich hatte so spannende Läufe, es war einfach nur komplett geil, die Aufnahmen waren alle so gut, ich war so zufrieden damit und dann gucke ich und dann war alles asynchron, einfach so, irgendwann im ersten Part kam ein Punkt, wo das Video asynchron war und alle anderen folgenden Parts waren dann auch asynchron und ey, das hat mich so unfassbar downgetaked, dass ich mir dachte, okay, was möchtest du mir damit sagen? Was möchtest du mir damit sagen, Spiel? Was möchtest du mir damit sagen?
Und ja, ich habe dann ein bisschen eskaliert auf Twitter. Aber das ist halt einfach dann auch so, weißt du, jetzt können wir da Leute kommen und sagen, Cornel, weißt du, so dann heul doch nicht auf Twitter rum, du heulst nur rum auf Twitter, bla 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 bla. Ich bin auf Twitter als Cornel angemeldet, natürlich, aber trotzdem bin ich da auch einfach als ich selbst. So, ich bin ja keine Maschine und ich teile auf Twitter das, was ich teilen möchte. Und wenn ich halt auch mal schlechte Sachen teile oder teilen möchte, also schlechte Emotionen, dann mache ich das. So. Und in dem Moment habe ich mich halt einfach danach gefühlt, das in die Welt rauszuschreien, dass ich das scheiße fand und dass ich halt einfach mega down war deswegen. Und deswegen habe ich das auch gemacht. Im Nachhinein, ich habe es halt gestern wieder nicht geschafft, positiv zu bleiben und in dem Ganzen irgendwie nochmal was Vernünftiges zu sehen. Jetzt im Nachhinein kann ich sagen, wenn das nicht passiert wäre, hätte ich mir niemals OBS angeschafft oder beziehungsweise hätte ich nicht danach geschaut, wie OBS richtig funktioniert. Und wenn ihr jetzt mit dem Part zufrieden seid, so wie er aussieht und auch vom Sound her, wie gesagt, den Sound kann ich ja auch noch ein bisschen anpassen, dann habe ich auf jeden Fall zeitmanagementtechnisch einiges rausgeholt und dann habe ich in ein paar Tagen die 5 Stunden tatsächlich ja wieder draußen. Versteht ihr? So einfach vom Zeitmanagement her habe ich diese Stunden dann wieder rausgeholt, weil jetzt kann ich auch mal Isaac aufnehmen, es einfach hochladen, ohne nochmal 2 Stunden zu rendern, weil so ein Video, wenn das eine Stunde lang ist oder 50 Minuten, dann rendert das halt nochmal 2 Stunden. Ungefähr, manchmal ein bisschen schneller, manchmal ein bisschen langsamer, ne, je nachdem. Scheiße. Und ja, und jetzt habe ich die Chance, das halt irgendwie ein bisschen besser zu machen. Und von daher hat das alles gestern dann doch wieder was Gutes gehabt. Es ist halt immer schwierig, das in dem Moment dann auch zu sehen, aber man muss halt einfach an den Punkt kommen, wo man das schafft. Weil wenn man dann an diesem Punkt ist, und darüber rede ich dann halt auch immer bei diesem ganzen positiven Denken und Kacke, wenn ich darüber quatsche, da könnt ihr euch Yoshi heute angucken, da habe ich da sehr, sehr ausführlich drüber geredet. Ja, wenn man das halt hinkriegt, ne, immer so zu denken und daran glaubt, dass es auch so passiert, dann kommen so viele gute Dinge auf einen zu. Die man alle gar nicht, dann wird das Leben einfach gut. Das klingt so dumm, aber es ist so einfach und es stimmt. Ja, und jetzt, wie gesagt, ich war gestern einfach richtig down und wie gesagt, dann bin ich auf Twitter halt ein bisschen eskaliert. Das tut mir leid dann eventuell, aber ich glaube, dafür muss ich mich auch nicht entschuldigen. Jeder, der daran irgendwie, den das nervt, dass ich da als Mensch vertreten bin und nicht als Maschine, der muss halt einfach dann auch gehen. Das ist ja auch kein Problem. Ne, ihr müsst mir auf Twitter nicht folgen. Das ist überhaupt gar kein Ding. Da müsst ihr nicht. Ich freue mich natürlich über jeden. Ich freue mich, wenn wir bald die 2000 Twitter-Follower schaffen. Ich freue mich auch, wenn es dann irgendwann mal 3000 sind. Natürlich. Ich freue mich über jeden Meilenstein. Und ich freue mich natürlich, dass es immer mehr wird. Und ich arbeite ja auch darauf hin, dass es immer mehr wird. Das ist ja mein Ziel. So, ich mache ja YouTube nicht nur aus dem Grund, ich habe so viel Spaß. Natürlich habe ich Spaß daran, aber ich mache das natürlich auch, weil ich Ziele und Träume habe und hiermit was erreichen möchte. Und ich finde auch nicht, dass es schlimm ist, das so auch zu formulieren, weil warum sollte das schlimm sein? Mir würde etwas fehlen, wenn ich diese Ziele nicht hätte. Dann bräuchte ich das alles nicht machen. Ja, ich brauche diese Videos nur für mich alleine, brauche ich die nicht machen. So. Natürlich ist es irgendwo auch eine Art Anerkennung zu bekommen und zu sehen, dass man irgendwie etwas Gutes macht und so. Und dementsprechend, ja, es ist dann aber in solchen Momenten auch immer wieder ein bisschen schwierig, so auch sich vor Augen zu führen, dass es irgendwie, ja, ich habe halt einfach mir gedacht, oder was heißt mir gedacht, ich habe einfach überlegt, ob das alles noch Sinn macht und ich war gestern echt mega down und ich dachte mir so, warum mache ich das eigentlich alles? Mein Wachstum geht in den Keller, mein Kanal. Für viele sind 13.000 Abonnenten mega viel, aber wenn du selbst 13.000 Abonnenten hast und dann siehst du einfach so, okay, und jetzt habe ich in einem Monat 13.500, das ist für andere, wie gesagt, mega viel und so, aber für einen selbst ist es dann so, ja, es geht, ne, es ist dann, ja, ich, ja, keine Ahnung, das ist halt so, ich weiß auch nicht, das ist natürlich nicht schlecht, wenn man 500 Abonnenten im Monat macht, aber wenn man sich das dann wieder hochrechnet, dann sind es irgendwie 6.000 Abonnenten im Jahr und dann hätte ich am Ende des Jahres vielleicht 20.000.
was nicht schlecht wäre, ne? Aber was halt auch 20.000 sind halt, ja, das ist immer schwierig, weil man möchte auch nicht irgendwie ja, was heißt undankbar, aber das ist schwierig, diese Zahlen jetzt, wenn ich mir 20.000 vorstelle, so einfach als Ding an sich, ist es natürlich mega krass viel. Ne, das ist ja gar keine, oh, jetzt bin ich über den gelaufen. Das wollte ich doch gar nicht. Das wollte ich doch gar nicht. Boah, ich mach so wenig Damage, ey. Ich bin Judas. Was ist denn los? Ja, 20.000 an sich hört sich mega krass an. Ich weiß und so. Aber wenn du halt selbst, ihr müsst euch halt überlegen, wenn du halt selbst so jeden Tag bin ich ja auch mit dieser Zahl konfrontiert. Und du siehst halt einfach, wenn du 13.000 Abonnenten hast und dann 2 Monate brauchst, um 14.000 zu erreichen, dann merkst du halt irgendwann, okay, es geht sehr schleppend voran. So, das ist der Punkt, den man vielleicht als Zuschauer dann nicht so sieht. Ja, da seht ihr dann 13.000 und denkt euch, boah, krass, cool. Das ist schon ziemlich viel. Und dann denkt ihr euch nicht darüber, ihr denkt dann vielleicht nicht darüber nach, waren das vor einem Monat auch schon 13.000. Das sind so die Punkte mit diesem Zuwachs und so, ne? Nur um das mal ein bisschen zu erklären, vielleicht, warum das halt so ein bisschen, ja, warum ist da auch immer so ein bisschen so eine, ja, warum das halt nicht immer, warum man da auch manchmal unzufrieden ist, so mit Zuwachs und so weiter und so fort, wo man auf der anderen Seite vielleicht sagt, ey, ist doch eigentlich gar nicht so wichtig. Und ey, stimmt. Es ist nicht das Wichtigste, ja, es ist auch für mich nicht das Wichtigste, dass der Zuwachs jetzt, da sind die Sensen, ich liebe dich, dankeschön. Wir kriegen einfach so die Sensen geschenkt und ich habe mich so gefreut auf die Sensen. Und dann kriegen wir Gott, oh danke, oh das Spiel ist voll süß zu mir, dankeschön. Dankeschön, cool, jetzt bin ich gerade voll glücklich. Und ja, wie gesagt, das ist halt einfach so, ja, das ist immer ein bisschen schwierig. Man ist irgendwie froh und auch stolz, aber auf der anderen Seite denkt man sich auch dann irgendwann wieder so, ah, könnte auch mal ein bisschen besser laufen. Ja, alles in allem, das ist schon alles gar nicht mal so einfach, ne? Es ist alles gar nicht mal so einfach. Man macht sich halt auch eine Aufgabe mit so einem Kanal. Klar, man kann das alles irgendwie locker flockig handeln und so, aber man kann sich halt auch da, ja, ich will jetzt nicht sagen Job draus machen, weil das ist es halt geldtechnisch noch lange nicht, aber ja, auch ein Hobby kann man sehr exzessiv betreiben. So, und da ist ja auch nichts Verkehrtes dran. In einer gerne puzzelt, dann kann der da so ein 50.000 Puzzle-Ding machen. Und wenn er dann irgendwie 3 Tage lang am Rand nicht weiterkommt, dann denkt er sich wahrscheinlich auch, boah, Alter, was ist nur hier los? Und so muss man sich das dann vielleicht auch ein bisschen vor Augen führen. Es geht da auch nicht immer nur darum, Money, Money, Money und ich will mehr Money, Money, Money und bla bla bla. Es geht auch einfach so um ganz menschliche Grunddinge, die der Mensch einfach so hat. Und da, ich glaube, Fortschritt ist etwas, was in uns Menschen verankert ist. So, da kannst du gar nichts gegen machen. Du möchtest immer weiter, besser, schneller. Das ist natürlich auch etwas Negatives, ne? Das ist ganz. Was heißt was Negatives? Nein. Das ist nichts Negatives. Manche Menschen mögen das als negativ hinstellen. So ist es richtig. Weil, oh ja, man muss natürlich immer auch irgendwie in Maßen regeln, ne? So immer höher, schneller, weiter. Da gibt es auch dann bei Themen wie Drogen, Alkohol ja, hier, wie nennt man das, wenn man hier so an Gebäuden hochklettert? da sind das dann natürlich auch wieder Dinge, da muss es nicht immer höher, schneller weitergehen, ne? Das ist ganz klar. Oh, nochmal eine I Can See Forever Pille. Oh, da hat er gefurzt. Es muss nicht immer höher, schneller weitergehen, aber es ist halt für den Menschen schon wichtig, so. Das ist. Und das ist halt für mich auch wichtig. Und das macht dann halt einfach in solchen Momenten, denkst du dir so, Alter, du tust. Und momentan, wie gesagt, geht der Wachstum halt wieder so relativ nach unten. Und du tust. Und du denkst dir so irgendwie in dem Moment dann, Alter, nichts funktioniert. Und dann kriegst du auch noch hier 5 Stunden in die Fresse gedrückt, die du einfach investiert hast. Und die sich dann am Ende für nichts, für gar nichts lohnen. Aber doch, die haben sich gelohnt. Ich nehme jetzt mit OBS auf und das bringt tatsächlich was. Wie gesagt, ich hoffe, dass es hier gerade alles so richtig geregelt ist, dass man sich's angucken kann. Und ja, das ist halt so der Punkt. Es hat was gebracht. Diese 5 Stunden gestern, die dann nicht erfolgreich waren, die haben tatsächlich etwas gebracht.
Und das ist der Punkt, das muss man sich immer vor Augen führen. Ja. Keine Ahnung. Und deswegen werde ich auch weiterarbeiten und weiter daran arbeiten, Fortschritte zu machen. So einfach weiter daran arbeiten, meinen Kanal höher und besser und weiter zu kriegen. Das war, glaube ich, ein schlechtes Wort. Ein schlechter Satz. Boah, ich bin gerade so. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander in meinem Kopf. Es tut mir leid. Ach ja. Das Leben kann manchmal relativ kompliziert sein. Ach ja, aber das ist ja nicht unbedingt schlimm. Ne? Das macht es ja nur interessant. Ach ja. Naja. Es ist halt auch einfach so, ihr müsst halt euch halt auch einfach vorstellen. Was heißt vorstellen? Ihr müsst halt auch einfach gucken. Wisst ihr, ich bin unfassbar weit von zu Hause weg. Unfassbar weit. Meine Mama, mein Papa, die sind alle ganz weit weg von mir. Und weißt du, dann geht's mir gestern einfach, mir ging es einfach richtig scheiße. So. Und ich wusste einfach nicht, wohin mit meiner Enttäuschung. Und dann habe ich halt auf Twitter gefurzt. So. Natürlich ist es dann in dem Moment nicht das Beste, was man machen kann. Vor allen Dingen, weil das halt öffentlich ist. Und weil das halt auch Leute sehen, die es im Endeffekt dann gegen dich verwerten können. Wenn sie dann wieder irgendwie ankommen und sagen, guck mal, der bla 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 bla. Will Mitleid erhaschen und dadurch, was, ach, weißt du, emotionales Marketing. Hey, Cornel, das ist doch alles nur emotionales Marketing. Aber diese Menschen sind mir egal. So, deswegen, wenn die in irgendeiner Art und Weise das brauchen, irgendwo negative Dinge zu sehen, dann können sie das ja gerne machen. Aber ja, dann interessiert mich das halt einfach auch überhaupt nicht. Und der Damage ist nicht ganz so gut, aber er ist okay. Ah, schade. Ich habe gedacht, das passt eventuell. Scheiße. Ein bisschen zu viel Damage. Oh, Guppies Collar. Nice. Bim, 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 bim. Ja, so. Und das war halt einfach gestern so ein bisschen Phase. Ich war halt so mega enttäuscht, weil das alles nicht funktioniert hat. Naja. Alter. Oh Mann. Und ich habe ihn wieder rausgeholt, obwohl ich es nicht wollte. Jetzt könnten wir zu Mega-Satan, aber ich glaube, das mache ich nicht. Also mal gucken, wie stark wir noch werden. Ne? Vielleicht finden wir noch irgendwas Cooles, aber ich bezweifle es. Wir haben Judas Shadow. Wir können auf jeden Fall noch stark werden. Mal gucken, mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Naja. Ah, scheiße. Wir kriegen auf jeden Fall zu viel Damage gerade. Das gefällt mir gar nicht. So, da haben wir den Keepy 2. Das ist okay. Wir könnten in den Shop, aber ich behalte den Schlüssel einfach mal für den Goldraum und gehe einfach weiter. Wir sind ein bisschen hinter dem... Ja, den Boss-Rush-Mode schaffen wir nicht mehr. Ist aber nicht so schlimm. Ist aber nicht so schlimm. Ja. So, im Endeffekt, wie gesagt, hat sich alles zum Guten gewendet. Ja. Im Grunde kann ich eigentlich zufrieden sein. Bin ich auch. Ja, im Grunde bin ich zufrieden. Oh, was willst du von mir? Ich will den nicht mitnehmen. Nein, das macht... Nein, ich... Bob, wirklich, ich mag dich, echt, aber gerade eben fühle ich mich nicht gewappnet. Ich spiele momentan zu schlecht, als dass ich Bobs Brain irgendwie vernünftig handeln könnte. Ich glaube, das ist ein gutes Item. Macht ein bisschen Damage down, aber ich glaube, in unserer momentanen Situation, wir hatten sehr schlechte Tiers in dem Moment, können wir das schon gebrauchen. Ja, so dumm es klingt, aber die beiden Sachen brauchen wir nicht. So, aufpassen, nicht in den Bombenstein reinlaufen. Das wäre fatal. Und dann geht es weiter. Bam. Na, das war auf jeden Fall ein sehr gutes Upgrade. Doch, doch. Das hat uns auf jeden Fall weitergebracht. Auf unserem Weg zum besten Isaac-Spieler der Welt. Ja. Isaac möchte ich, wie gesagt, täglich bringen. Vielleicht sogar täglich. Momentan kommen keine Minecraft-Videos, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Liegt einfach daran, dass ich komme nicht so richtig in den Flow. Ich würde gerne mit Leuten aufnehmen und ich habe keine Leute und das macht mich dann traurig und... Ach ja, das macht mich einfach traurig. Das macht mich einfach ein bisschen traurig. Aber Isaac kommt täglich, Yoshi's Island sollte auch täglich kommen und... ja, dann noch ein drittes Video.
Sollte auch klappen. Wie gesagt, ich mache mir da jetzt auch nicht so einen richtig krassen Stress. Wir schauen einfach mal. Wenn das Video heute noch kommt, bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Und dann schauen wir mal. Morgen. Ach, Cosmic Mario. Cosmic Mario kommt morgen, Leute. Das Problem ist... Was heißt das Problem? Ja, die Sache ist halt einfach, ich habe Cosmic Mario natürlich gestern aufgenommen. Und Cosmic Mario... Das war auch ein richtig guter Lauf. Ja, wobei, nee, so gut war er gar nicht. Siehste? Alles gar nicht so schlimm. Ja, Cosmic Mario war kein guter Lauf, weil wir... Es war schon ein cooler Lauf, aber wir... Ich habe leider das Polaroid eingesammelt und bin dann trotzdem zum... Bowser gegangen, also zum Teufel, weil ich ihn halt gerne nochmal sehen wollte. Und dann hatte ich halt das Polaroid nicht und dann war nach dem Teufel Schluss. Und ja, das können wir dann jetzt auch anders machen. Das ist doch eigentlich auch eine ganz schöne Sache. Von daher kommt morgen nochmal Cosmic Mario mit dem Mod und dann haben wir den Mod auch abgeschlossen. Dann kommt erstmal der Mod nicht mehr. Bis zum nächsten Update, würde ich sagen. Und dann über Binding of Mario und auch so weiter und so fort reden wir dann morgen in dem Part. Wie gesagt, ich würde mich sehr interessieren, ob das so mit den Aufnahmen oder mit der Aufnahme, wie sie jetzt ist, ob das so in Ordnung ist, weil dann würde ich das morgen auch so aufnehmen. Dann habe ich nämlich auch kein Problem mehr, Isaac auch. Ja, dann könnte ich Isaac relativ aktuell sogar aufnehmen, wenn ich will. Also, ne, ist jetzt kein Muss, aber könnte ich dann, weil, ja, dann, ich kann es halt aufnehmen und hochladen. Ne, in der Zeit mache ich dann Thumbnail und dann war es das. So, dann bin ich fertig damit. Ist eigentlich ganz cool. Ist eigentlich ganz cool. Deswegen bin ich relativ froh, dass ich das jetzt habe mit OBS. Wie gesagt, ich hoffe, das Bild sieht okay aus. Ich könnte jetzt auch grundsätzlich ganz gut mit Facecam aufnehmen. Problem an der ganzen Sache ist halt einfach nur, dass ich keine vernünftige Webcam habe. Also ich habe schon eine vernünftige Webcam, aber eine andere Webcam wäre auf jeden Fall besser. Und da muss ich mal gucken. Vielleicht kaufe ich mir mal irgendwann einen, dann könnten wir auch mal Facecam anmachen oder so. Vielleicht nehme ich TTT auch mit Garry's Mod auf, wobei das ist, ja, könnte ich. Ja, im Grunde könnte ich das schon, weil dann könnte ich das halt... Falls ich eine Facecam irgendwann mal habe oder so, dann könnte ich das halt auch damit dann besser aufnehmen und bla bla bla. Gucken wir mal, gucken wir mal, gucken wir mal. Garry's Mod sollte übrigens auch vielleicht morgen kommen, der erste Part. Er ist nicht so gut geworden, wie ich wollte. Er ist wahrscheinlich ziemlich amateurhaft, aber ich werde ihn einfach mal raushauen und dann mal gucken und vielleicht dann aus dem Rest auch nochmal ein, zwei Parts schneiden. Und ich werde es dann wahrscheinlich so machen, dass ich fast nur meine... Also ich habe tatsächlich das Glück gehabt, sehr oft Traitor geworden zu sein und... Wenn ich dann mal bei Aufnahmen dabei bin und nicht so viel Traitor bin, dann ist es halt auch okay. Ich werde einfach versuchen, nur meine Traitor-Runden oder sehr, sehr gute andere Runden hochzuladen. Weil, ja, denke, das wäre das Beste, was man tun kann. So, dann gehen wir mal los. Monstro 2. Ah. Kriegen wir wieder einen Engelsraum? Das ist die Frage. Das wäre dann der dritte und wir haben bis jetzt noch kein Engels-Item bekommen. Wir hatten zwei Engelsräume. Wir haben einfach kein Engels-Item bekommen, weil wir nie ein Item da drin hatten. Immer nur Herzen. Was jetzt nicht unbedingt so schlecht war, aber... Ja, irgendwie schon. Ja, und dann kriegen wir das Scheiß-Item. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Naja, zwei Räume kriegen wir noch. Mal gucken, vielleicht kriegen wir auch nochmal einen Teufelsstil. Ich weiß es nicht genau. Könnte auf jeden Fall sein. Unsere Leben sehen sehr gut aus. Sie sind fast voll. Läuft auf jeden Fall. Unser Damage ist auch okay. Wenn wir da nochmal ein bisschen was finden würden, wäre das auf jeden Fall sehr nice. Aber da will ich jetzt erstmal nicht mit rechnen. Ich lasse es auf mich zukommen. Two of Spades. Sehr nice. Können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Wir gehen auf jeden Fall in die goldene Chest. Oder? Ja doch, ich spiele... Oh, er war's. Joker. Joker nehmen wir mit für dann die Kathedrale. Da können wir dann ja auch zum Teufel oder zum Engel. Und das ist dann auch eine ganz gute Sache. Warum laufe ich da rein? Ich weiß es nicht genau. Die Bombe brauchen wir nicht unbedingt. Magician. Ah, okay. Ja gut, Goldraum und dann Boss, würde ich sagen. Wir könnten auch jetzt einfach da durchgehen, aber... Ja, dann verpasse ich ja einen Deal. Ne, einen Teufels, wahrscheinlich einen... Ja, Teufel, Engel, was auch immer.
erstmal eine Runde spenden. Wir waren schon über 400, da haben wir die Schere freigeschalten. Aber ich hatte wieder was rausgesprengt, weil ich dumm bin. Ich hoffe, er nimmt viel. Komm, nimm einfach mal. Einfach alles. Wie wär's, Automat? Wie wär's? Ich gucke auch nicht hin. Ich will es gar nicht sehen. Ja, scheiße, er ist voll. Ich hör's ja. Mann, Automat, was ist denn los? Judgment. Okay, nice. Da kriegen wir auch nochmal ein Item. Da sollte unser Geld auf jeden Fall ausreichen. Wenn er das alles haben will, dann ist er auf jeden Fall ein richtiger Geizhals. Eine Bombe, okay. Na, P ab. Und wir haben einen scheiß Curse of the Blind. Das ist nicht gut. Und noch ein Bettler. Was denn hier los? Dann könnten wir eigentlich auch in den Zaki-Zaki-Raum gehen. Da ist wahrscheinlich, wenn da eine rote Kiste ist, ist da wahrscheinlich die Bibel drin. Wir gehen erstmal in den Zaki-Zaki-Raum. Ne, ist gar kein Item drin. Okay, dann gucken wir mal, was er uns gegeben hat. Die Bohne. Wow, der Kompass. Wie nice. Danke. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Die Bettler, dass sie einen Kompass rausgeben, das habe ich auch selten erlebt. Die Sonne. Ja, brauchen wir jetzt nicht. Aber ist egal. Wir wollen ja die Joker-Karte mitnehmen. Von daher bringt uns die Sun dann gar nichts. Und ja, die hat uns die Karte jetzt noch aufgedeckt. Ne? Wir hatten ja nur den Kompass-Effekt, jetzt haben wir auch die Karte auf der Ebene hier. Von daher ist er schon in Ordnung. So, was bist du? Oh, Charmtiers. Ja, können wir auch sehr gut gebrauchen. Nehmen wir alles mit. Two of Diamonds, nice. Hero Fund, nice. Alles sehr gut. Wenn man Stompy ist, ne, und die Felsen so kaputt machen kann durch seine Füße einfach, dann das ist schon nice. Das ist auf jeden Fall schon eine gute Sache. Da kann man sich nicht groß beklagen. Da hinten haben wir... Oh, Pin. Wo bist du? Komm. Und tot. Und tot. Und nicht tot. Wunderbar. Einfach durch jetzt, einfach durch. Wir sind schon wieder fast ein bisschen zu langsam. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber... Aber es ist okay. Wir haben den... Ja, schon 25 Minuten. Der Rest geht jetzt wahrscheinlich relativ fix. Von daher... Beschweren wir uns da mal nicht. Upsa. Und alles kaputt machen. Weil es so viel Spaß macht. Ole. So, wo spreng ich jetzt? Hier, oder? Da, wo es anfängt zu... Ach, Greed, was machst du denn hier? Ist das eine I Can See Forever Pille? Oder hatte ich die noch nicht? Balls of Steel, nice. Haben wir auch in der Rotation. Das ist gut. Auch wenn wir gerade nicht wirklich... Ich glaube, wir hatten schon volle Leben. Von daher war es relativ egal, aber... Naja, ich will mich nicht beschweren. So. Oh, nice. Die schwarze Kerze. Und Humbling Bundle und das und wir können uns eh alles leisten, weil wir so viel Geld haben. Warum auch immer, weil wir zweimal Two of Diamonds hatten, ne? Deswegen haben wir so viel Geld. Schwarzes Herzchen. Und weiter geht's, ab zu Mama. I'm sorry, Mama. Aber du gehst mir auf die Nerven. Komm schon! Ja! Krampus könnte noch kommen, glaube ich. Ja, wobei, nee. Kann Krampus... Ja, wahrscheinlich. Wenn wir jetzt einen Teufelsdeal kriegen, dann kommt bestimmt Krampus. Was hat mich jetzt getroffen? Ich weiß es nicht. Und wir kriegen einen Engelsraum. Wir wollen in die... Wir wollen zum Blue Baby. Oh Mann, was... Gib mir doch mal ein Item! Ein Item! Das kann doch nicht wahr sein. Das war jetzt der... War es der vierte Engelsraum? War es der vierte? Nee. Doch. Ich glaube, es war der vierte. Caves 1, Cave 2, Cave 2. Doch, es war der vierte Engelsraum. Und dreimal hatten wir noch nicht mal ein Item da drin. Das ist keine gute Ausbeute. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Speed down, die will ich nicht. Oh Mann!
Mit der Joker-Karte kann man übrigens eine Ebene skippen, und zwar die Ebene von Mom's Heart. Aber nur wenn man, das ist halt das Problem. Wobei, doch, wir kriegen wahrscheinlich einen, ja, weiß ich nicht. Vielleicht kriegen wir einen Engelsraum. Wenn wir einen Engelsraum kriegen, könnten wir die Ebene komplett skippen. Was nicht so schlimm wäre, weil uns die Ebene ja eh kein Item gibt. Also Mom's Heart gibt uns kein Item, von daher muss man nicht gegen die kämpfen. Aber, ja, machen wir trotzdem, oder? Es wäre auch eigentlich zu großes Risiko, weil, und vor allen Dingen kriegen wir dann halt keinen Deal auf der nächsten Ebene und das ist dann halt doch wieder Verschwendung. Aber wenn man es eilig hat oder so, könnte man halt auf WOM 2 Ebene, könnte man einfach die Joker-Karte einsetzen und dann kommt man halt zu einem Teufelsraum und dann kommt man in die Hölle oder in den Engelsraum. Dann kann man, glaube ich, in den Himmel. Weiß es nicht genau. So, aber das ist für uns keine Option. 48 Stunden Energy. Ist eine schöne Pille, aber brauchen wir nicht. Haben wir PhD? Kann sein, ne? Kann sein. Weiß gar nicht mehr. Ich glaube, wir haben uns PhD irgendwann mal gekauft. Bam, bam, bam. Oh, Cancer! Wie krass ist es denn? Wie krass ist es? Boah, jetzt sind wir stark, Leute. Jetzt sind wir stark. Jetzt sind wir stark. Oh, das ist nice. Oh, das ist nice. Bam, bam, bam. Und stirb. Wie habe ich den da oben getötet? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Und boom. Oh, er lebt noch. Was soll das denn? Blue Cap, wir haben gleich volle Herzen. Naja, immerhin der Guardian Angel. Ich habe kurz überlegt, ob ich mich beschweren will, aber nö. Den Guardian Angel finde ich eigentlich relativ gut. Im alten Isaac hatte man den Guardian Angel eigentlich jedes Mal. Ich weiß auch nicht mehr genau, warum. Ich glaube, hat man den in den goldenen Kisten gefunden? Ich weiß es nicht mehr, aber irgendwie habe ich das gerade so im Kopf, dass man den... Also ich hatte ihn auf jeden Fall oft. Ich glaube, ich habe den sehr oft in der Chest gefunden. Könnte mich aber jetzt auch irren, ich weiß es nicht genau. So. Ist das der Weg zum Boss? Ich glaube schon. Dürfte er sein. Blaues Herzchen irgendwo, also einen blauen Stein. Nee. Hm, schade. Schade. I can see forever. You and me together. Und, whoops. Macht der Guardian Angel auch Damage? Jups, macht er. Okay, die buggen sich zusammen fest. Da bin ich natürlich gerne dabei. Da habe ich nichts gegen. Wir kriegen Münzen, ja. Die bringen uns leider nicht mehr viel. Und dann nochmal so einen richtigen Scheißraum, bevor wir zu Mom's Heart gehen dürfen. Wo sind die Gegner? So, Mom's Heart oder It Lives, ja, wie auch immer. Einmal das Buch aktivieren, damit wir stärker sind. Und komm her. Ich nuke dich weg. Ich nuke dich weg. Nice. Boah, wir sind stark, wir sind stark. Sehr gut. Und weiter geht's. Wenn wir den Würfel hätten, könnte man sich da tatsächlich ein Item holen. Da ist der Engelsraum dann wieder ganz gut, weil normalerweise kriegst du ja kein Item. Aber wenn du den Engel tötest, dann droppt er halt einen Schlüssel und dann kannst du es neu würfeln. Also da ist es wieder ganz gut eigentlich, einen Engelsraum zu kriegen. Weil beim Teufel kannst du machen, was du willst. Da kannst du dich auf den Kopf stellen. Da kriegst du nach Mom's Heart kriegst du kein Item. Aber beim Engel könnte das schon möglich sein. Aber halt auch nur mit einem Würfel. Das ist halt der Punkt. Man muss dann würfeln. So. Wollen wir jetzt zum Joker?
würde sagen, ja, oder? Also zum Deal, was auch immer. Ist wahrscheinlich ein... Warum gehe ich hier hoch? Wahrscheinlich will ich mir den Würfelraum angucken. Aber ich werde eh nicht würfeln. Also was bringt's mir? Was bringt es mir? Und wir können fliegen und haben Spektraldrehen. Das ist doch sehr schön. Okay. Sau nice. Das ist im Grunde Spirit of the Night, nur die Engelsversion. Ach, hier ist gar nicht der richtige Weg. Deswegen bin ich da hochgegangen. Ach so. Das ist im Grunde Spirit of the Night, nur die Engelsversion. Die ist halt auch relativ cool. Die kostet keine Herzen. Die Spirit of the Night kostet ja zwei Herzen. Also von daher ist es eigentlich schon ganz nice. Aber, ja. Aber ja, ne, so. Das macht es nicht wirklich besser. Also, das rechtfertigt jetzt nicht unbedingt den, den Engelstil. Dafür ist er trotzdem zu schlecht, würde ich sagen. Da ist die Bibel. Aber die bringt uns nichts, damit würden wir uns nur selber umbringen. Da können, oh, neun Leben. Werden wir dann Guppy? Wir haben nur Guppys Collar. Sonst haben wir kein Guppy-Item. Deswegen nehmen wir das natürlich nicht mit. So, jetzt sammeln wir uns nochmal die zwei Herzen da hinten ein, weil das müssen wir jetzt nicht unbedingt hier riskieren, dass wir dann sterben. Ah, wir haben noch Judas Shadow, ne? Ah. Aber ich kriege jetzt keine... Ich kriege keine... Keine vielen blauen Herzen mehr, glaube ich. Würde ja schon gerne gucken, wie stark wir sind, wenn wir Judas Shadow haben. Dürfte auf jeden Fall schon ziemlich stark sein, aber... Ach ja, da muss man sich halt trauen. Die 4. Sola hat mir gestern erst geschrieben, was die 4 macht. Und ich habe schon wieder vergessen. Es tut mir leid, Sola, es tut mir leid. Er hat auch extra dazu geschrieben, druckst dir aus und pinnst dir an den PC-Bildschirm. Das müsste ich tun. Ich könnte auch kurz nachgucken. Wobei ich Angst habe, dass die Aufnahme kaputt geht. Aber eigentlich dürfte sie nicht kaputt gehen. Warte, ich gucke gleich mal kurz nach. Was der Sola mir da geschrieben hat. Die 4... Ah, die 4 war irgendwas... Okay. Habt ihr gerade meinen Skype gesehen? Nein. Okay. Die 4 rollt alle Podest-Items neu. Allerdings nicht in den Teufelsräumen. Ach so. Ja, wir haben eh keine Podest-Items hier. Von daher... YOLO bringt uns nichts. YOLO, scheißegal. So, hallo Isaac. Und hier wurde mir auch geschrieben, ey Cornel, wenn du dich in die Ecken stellst, dann bist du zu 100% safe. Also immer in die gegenüberliegenden Ecken, wo das halt startet, irgendwie so. Ach, keine Ahnung, also in bestimmte Ecken. Es gibt wohl zwei Ecken bei jeder Richtung, die 100% safe sind. Interessant auf jeden Fall, aber es ist, also hier ist eigentlich auch safe. Man wird manchmal getroffen, wenn man sich hier unten hinstellt, das stimmt. Aber es ist echt selten und ich glaube, das liegt dann einfach daran, boah, das war jetzt schon wieder knapp. Ich weiß nicht genau, ob es einfach der falsche Punkt ist, an dem, ja, jetzt wurde ich halt getroffen. Ja, da hat er schon recht, wenn die anderen Sachen safe sind. Ich glaube, hier wäre jetzt safe. Immer gegenüber eigentlich. Relativ simpel. Ich weiß auch nicht. Woo. Ja, wär im Grunde schon durchaus sinnvoller, sich dann auch dahin zu stellen. Da hat er schon recht. Das muss man ihm lassen. War jetzt auch relativ einfach. Ich glaube... Boah, wollen wir uns töten, bevor wir zum Blue Baby gehen? Ach, wir haben auch noch Satan, Mega-Satan. Ich lasse es mal, vielleicht finden wir irgendwo den Würfel, wobei... Alter, entspann dich mal. Ich glaube, wir haben keine... Ich glaube, wir haben kein... Ja, wir haben Guppy's Tail nicht, deswegen werden wir wahrscheinlich nicht viele... Deswegen werden wir wahrscheinlich nicht viele von den goldenen Kisten finden. Naja, müssen wir mal gucken. Wir könnten uns töten und als Judas Shadow dann das Blue Baby besiegen.
als kleine Challenge, um es schwieriger zu machen. Wobei ich auch nicht unbedingt, ja, es könnte auch sein, dass es dann einfacher ist, weil wir dann so stark sind, dass er gar keine Chance mehr hat. Aber könnte halt auch passieren, dass wir dann so richtig schlecht ausweichen und dann sterben. Wenn ich ein, zwei Seelenherzen finde, dann töte ich mich. So ein bisschen Backup wäre mir auf jeden Fall noch lieb. So, wunderbar. Gucken wir mal kurz, ob hier der Geheimraum ist. Wir haben ja genug Bomben. Und da war er nicht. Oh, da sind... Ach ja, wir haben den Kompass. Stimmt. Haben die sich gerade selbst geschadet? Ich glaube schon. Oh, so viele Schlüssel. Aber keine Truhen. Wir müssen auf jeden Fall den Geheimraum suchen. Es gibt nämlich die Möglichkeit, dass hier ein Truhenbettler ist. Das wäre richtig nice. Explosive Diarrhea. Und bam. Und einmal hier, zack, rüberfahren. Wie so ein richtiger Rasenmäher. Alles niedergemetzelt. Wunderbar, so lobe ich mir das. So. Müsste hier ja der Geheimraum sein, oder? Auch nicht. Wo sind sie? Wo sind sie? Ich glaube, da habe ich schon geguckt. Auf der Seite. Ups. Schluck auf. Hier könnten wir einmal benutzen. Dann hätten wir nochmal ein Herzchen mehr. Damit hier auch nicht schief läuft. Ich weiß auch nicht genau, warum ich die zwei Herzen da unten nicht eingesammelt habe. Weil ich irgendwie doof bin oder so. Ich liebe das Risiko. Ja. Eigentlich hätte ich den als letztes töten müssen. Der hätte mir ein HP abdroppen können. The Hanged Man. Den brauche ich nicht. Ich hänge schon. So. Und bam. Nice. Nice, 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 nice. Da haben wir schon mal ein Seelenherz. Ups. Macht überhaupt gar keinen Damage. Hä, hätte das keinen Damage machen müssen? Da war die Missing Page. Oh, da wären wir fast gestorben. Oh, die haben halt so viele HPs, ne? Die haben so, so viele HPs. Ist unfassbar. Und der kleine Bruder wollte gerade seinen Strahl gegen seinen Kollegen erheben. Bitte lass mich die noch töten. Ich will jetzt nicht neu. Ich will jetzt nicht. Okay, wunderbar. So, wo ist dieser Geheimraum? Das kann doch nicht wahr sein. Warum sehen die Feuer so komisch aus? Sehen die nicht eigentlich ein bisschen. Sind die nicht eigentlich ein bisschen pinker? Die sind so blau. Ein bisschen komisch. Ich habe doch Yuga Shadow, oder? Ja, doch, doch, auf jeden Fall. Ich will gerne diesen scheiß Geheimraum finden. Das kann doch nicht so schwierig sein. So richtig viel Damage machen wir noch nicht, ne? Also dafür leben die Gegner echt noch lange. Also dafür, dass wir Judas sind, die Sensen haben und... Ja, aber ansonsten haben wir als Damage Up nur den Stein gefunden, ne? Sonst hatten wir sonst eigentlich nicht wirklich was. Wegen diesen ganzen Engelsräumen. Aber die Engelsräume haben uns am Ende auch bis zum Schluss durchgetragen, oder... Okay, jetzt sind wir tot. Ich guck mal kurz, ob der Geheimraum da ist. Nicht? Alter. Komm schon. Dein Ernst? Oh nein. Okay, wir gehen jetzt zum Boss. Wir gehen zum Boss, ich hab Angst. Aber unser Damage dürfte nice sein. Dürfte jetzt ziemlich gut sein. Okay, okay. Dann nehmen wir das einfach mal mit und dann nehmen wir auch Sissy Longlegs mit. Da wird sich der Moggy freuen. Ne? Sissy. Der Mock hat übrigens einen Mod gespielt, wo man als Sissy Longleg spielt. Also der Charakter sieht dann halt aus wie Sissy Longleg. War schon sehr lustig. Könnt ihr auf jeden Fall mal reingucken. Einfach bei Mock auf dem, also bei MOP auf dem Kanal und dann findet ihr da schon. Jetzt noch das Buch anmachen.
Bam. Wow, dass wir da nicht getroffen wurden. Ja, unser Damage ist trotzdem so richtig übertrieben krass, ist er trotzdem nicht, ne? Ja, er ist gut. Aber, er war knapp. Es war knapp. So richtig gut down gegangen ist er nicht. Und Mega-Satan schaffen wir mit dem Damage auf gar keinen Fall. Außerdem sollte das ja auch nur so ein kurzes Wow, ich lebe noch sein. Ja, ab morgen gibt's, oder morgen gibt's dann nochmal Cosmic Mario. Und danach geht's dann auch weiter mit normalen Läufen. Ganz so viel müssen wir nicht mehr machen. Nur noch ein bisschen Blue Baby und ein bisschen Lazarus und so. Müssen wir mal schauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir eine Bewertung da. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Und ich bin wieder da, back in business. Danke fürs Zuschauen. Und lasst mir gerne ein bisschen Feedback da, wie es mit dem Bild und mit dem Sound und alles war. Das würde mich freuen. Bis dann, auf Wiedersehen. Tschüss.